Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist mein 51. Pilgertag. Es ist jetzt gleich 8.30 Uhr. Hier in Maranello ist der Himmel bewölkt. Das ist ganz angenehm, es ist nicht so heiß. Und ich starte jetzt in die neue Woche. Das Besondere an der Woche ist, dass Iris am Samstag nach Florenz kommt. Und bis dahin bin ich sicherlich auch in Florenz. Ja, die Straße hat mich wieder. Um 9.20 Uhr nach 5 Kilometern bin ich von der belebten Hauptstraße auf eine deutlich ruhigere Nebenstraße abgebogen und bewege mich jetzt in den Höhen des Apennins. Das heißt, jetzt geht's bergauf und geht bergunter. Dabei haben wir jetzt ungefähr 18 Grad, es ist leicht bewölkt. Und auch für Rennradfahrer ist diese Strecke durchaus interessant. Ja, und solche Anstiege muss ich jetzt hoch, aber habe ich den großen St. Bernhard bezwungen, dann sollte das hier ein Klack sein. Das ist schon eine ganz klar eine Mittelgebirgslandschaft, in der ich mich hier bewege. Ganz ordentliche Wehranlagen hier in Vignola. Von mir liegen noch 20 Kilometer. 13.30 Uhr nach 18 Kilometern habe ich in Formica die Hauptstraße verlassen und bin jetzt im rechten Winkel quasi hier in dieses Tal rein und gehe jetzt ziemlich steil die Berge hinauf. Uiuiui. Hier wollen sie es jetzt auch wissen. Es geht die ganze Zeit schon ziemlich steil hoch, aber hier geht es nochmal eine Nummer steiler nach oben. Das erinnert mich jetzt doch schon an die schweißtreibende Angelegenheit in den Alpen. Und da oben geht es dann gleich weiter. Immer weiter schraube ich mich hoch. Immer weiter wird die Aussicht ins Tal. Was für herrliche Landschaften sich auftun. Es ist zwar ziemlich schweißtreibend, aber es lohnt sich auch. Ja, und jetzt scheine ich oben zu sein. Ist immer wieder ein tolles Gefühl, die Herausforderung angenommen zu haben und geschafft zu haben. Ja, und so sieht jemand aus, wenn er 6 Kilometer steil bergauf läuft. Etwas verschwitzt, aber glücklich und zufrieden und bestätigt. Und das ist das Entscheidende. Und da stehen sie nun, diese Trutzburgen, und blicken ehrfurchtgebietend ins Tal. Ist das nicht einfach herrlich, dieser Blick? Dafür lohnt sich der Aufstieg und den Schweiß. Das nehme ich gerne in Kauf für sowas Schönes. Hinter mir liegen 18 Kilometer. Und noch 14 Kilometer liegen ungefähr vor mir. Ganz da unten im Tal, da liegen die Städte, aus denen ich gekommen bin. Liegt Modena, Bologna und wie sie alle heißen. Hinter jeder Kurve tut sich eine neue Perspektive auf. Ich fürchte bald, dass ich mein Ziel heute gar nicht mehr schaffe, wenn ich noch weiter so lange filme und fotografiere. Die Zypressenallee.
wieder unten im Tal. So, und da kommt die Freude wieder mal voll zur Geltung, weil die Teerstraße hier gerade zu Ende geht und jetzt muss ich hier durch die Pampa laufen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich mir keine Zecke einfange und dass der Weg da irgendwann auf eine Straße führt, so wie das in der Karte aussieht. Auf jeden Fall geht es wieder steil berghoch. Und hier irgendwo geht's hoch. Ich kehre um, das hat keinen Sinn hier, und versuche zurückzulaufen und dann diesen anderen Weg hoch zu gehen. Da muss ich nochmal an diesen blöden Hunden vorbei, mal gucken, wie sich das gestaltet. Ich habe mich jetzt entschlossen, doch diesem ursprünglichen ausgeschilderten Weg zu folgen. Da geht zwar auch steil berghoch, aber er ist wenigstens ausgeschildert. Bin mal gespannt, ob ich da wirklich in 7 oder 8 Kilometern an meinem Ziel bin. Die Alternative wäre über die Straße und das wäre dann bestimmt nochmal ein Umweg von 10 Kilometern. Wenn ich mir das ersparen kann, wäre ich schon sehr gut bedient. Auch nicht schlecht. Nur scheint die Nixe, die hier auf der Liege gelegen hat, offensichtlich gerade unter Wasser abgetaucht zu sein. Wenn alles passt, bin ich hoffentlich gleich da oben bei den Bauern. Und dann geht es da oben auf der Höhe weiter. Da unten bin ich eben lang gelaufen, bis es da hinten nicht weiter ging. Wieder zurück und dann eben hier hoch. Was eine liebliche Landschaft. Und wo quäle ich mich rum? Sieht ja auch an sich ganz lieblich aus, wenn da nicht so 30 Kilo einen nach hinten ziehen würden. Und so geht der Weg weiter. Mal sehen, wie lange er so weitergeht. So, und hier der Weg, das hält sich ja erstmal in Grenzen. Wenn das da oben nicht noch viel steiler wird, will ich zufrieden sein. So, und so sieht jemand aus, der es fürs Erste geschafft zu haben scheint. Ich bin oben, aber ich bin bitschmadennass. Bitschmadennass. Und außer Atem. 30 Kilometer liegen hinter mir und noch 6 liegen vor mir. Auf jeden Fall bin ich wieder mal erstmal in einer Zivilisation angekehrt und hoffe, dass es jetzt halbwegs eben bleibt bzw. nicht mehr so steil nach oben geht. Also es war heute schon sehr viel Naturidylle. Die letzten 2-3 Kilometer waren es fast schon zu viel des Guten. So, und jetzt geht's hier runter. Und ich habe noch ungefähr 6 Kilometer vor mir. Ich hoffe, dass das dann alles ins Tal führt. Die Bauern arbeiten hier mit Kettenschleppern, weil es zu steil ist. Das ist irre. Das ist kein Einzelfall. Also ich habe mehrmals schon heute in dieser Gegend anstelle von Traktoren so Kettenfahrzeuge gesehen. Noch 2 Kilometer liegen vor mir. Und nochmal so ein Klopper hier hoch und ich hoffe, dass das dann da oben wirklich Schluss ist mit diesen Anstiegen. So, nach 36 Kilometern bin ich am Ziel meiner heutigen Etappe. Es war schön, landschaftlich, aber es war auch ziemlich herausfordernd. Ein schöner Tag. Und das ist mein Zimmer. Auch sehr schön, bin voll zufrieden.